Ich bin absolut brand safe. Star Wars Jedi Fallen Order 66 ist der perfekte Beweis, dass man nichts neu machen muss, um ein absolut nices Spiel zu sein. Und da sage ich voller Verwunderung, okay? Denn wie wir alle wissen, hat Disney 1982 die Star Wars Lizenz von Capcom abgekauft. Ich glaube, das muss ich hier niemandem erzählen. Und somit hat Disney einer der ertragreichsten Franchises in ihrer Hand. Und abgesehen von beschissenen Filmen wollen sie natürlich auch Spiele machen. Star Wars ist perfekt für Videospiele, Flugsimulatoren, Kart Racer, Shooter, Adventure Games, Han Solo Dance Battle, das ist alles deep in der Star Wars Lore verankert. Und wo geht eine super duper tolle Firma wie Disney natürlich mit so einem Batzen Geld hin? Ja, es ist leider wirklich so, es geht auch wirklich nicht vom Cover ab, ich hab's probiert. Und was macht EA, schlau wie sie sind, mit so einem riesigen Franchise? This is big brain time. Battlefield-Klone. Can I laugh in your face? Really? Yes. Und ein so beschissenes Lootbox-System, dass das die Diskussion ausgelöst hat, ob Lootboxen nicht einfach Glücksspiele sind. Spoiler sind sie. Ich meine, ich habe Battlefront 2 auch ein paar Jahre später gezockt und ich habe auch Videos dazu gemacht und der Spielspaß war in den ersten zwei Tagen wirklich ganz oben. Ich meine, ich habe jetzt hier mal was vorbereitet, ne, eine kleine Grafik. Also wenn die ersten beiden Tage mit dem Spiel da waren, dann war es ab Tag 3 dort. Sucks ungewaschenes Arschloch. Aber dann check this out. Kündigt EA ein Third-Person-Action-Adventure-Dark-Souls-Singleplayer-Star-Wars-Lichtschwerter-Schwing-Schwing-Spiel an, welches natürlich von Respawn Entertainment entwickelt wurde. Was, Bruder? Ein Studio gegründet von ehemaligen Call of Duty-Machern. Was ist das denn? Und trotz alledem ist dieses Spiel gut. Und zwar wirklich gut. Holy shit. Und das, obwohl dieses Spiel nicht eine einzige eigene Idee hat. Wirklich nicht eine einzige. Das Checkpoint-System, Dark Souls. Das Klettern, aus Uncharted. Genauso wie die krassen Action-Set-Pieces. Die Gräber, Tomb Raider. Die Rätsel, Zelda. Das Wandlaufen, Titanfall, ist ihr eigenes Game, ich weiß, aber dennoch. Die Ladezeiten, God of War. Die Rutsche, Mario 64. Das Skill-System, alle Spiele. Die Rückblenden, Last of Us 2. Bugs, Ubisoft, Bethesda. Und keines dieser Sachen ist im Einzelnen so gut wie aus den Spielen, aus denen sie es übernommen haben. Aber dieser Mix aus allem plus Star Wars, der ist einfach, der passt einfach perfekt. Ich hatte Spaß vom Anfang bis zum Ende in diesem Spiel und das liegt zum großen Teil daran, dass der Aufbau von diesem Spiel einem Metroidvania ähnelt. Wenn ich weiß, was Metroidvania ist, kann sich mein Video zu Metroid Dread reinziehen. Ja, da habe ich das ganz wissenschaftlich erklärt. Aber ich liebe diesen Aufbau und es fühlt sich hier auch so belohnend an. Mit neuen Fähigkeiten zu bisher unerreichbaren Orten zu kommen, ist einfach sick. Ich war auch immer wieder überrascht, in wie viele verschiedene Umgebungen einen das Spiel jagt. Und jede davon sieht so unfassbar gut aus und hat so viele Details. Obwohl ich wirklich wenig Ahnung von Star Wars habe, liebe ich einfach die Welt von Star Wars. Wie divers die Planeten sind und wie monumental das alles ist. Und das Spiel weiß, wie gut es aussieht. Ganz oft stoppt es einfach für einen Moment und gibt dir die Zeit, das alles in dich aufzunehmen. Die Welten, das Charakterdesign, die Animationen, abgesehen von der Laufanimation von Cal, what the fuck ist mit ihm? Es sieht alles so gut aus und gibt einem wirklich das Gefühl, als wäre man Batman. Aber ich habe hier direkt einen großen Kritikpunkt. Denn auch wenn dieses Spiel sehr, sehr gut ist, hat es sehr viele Sachen, die nicht gut sind oder nerven. Denn was ich bei Metroid oder Ori so gut finde, ist, dass jedes Upgrade, das man sucht und findet, einem irgendwie nach vorne bringt oder stärker macht. Sei es auch nur in kleinen Schritten, dadurch will man unbedingt alles erkunden. Dadurch bin ich die gesamte Map in diesen Spielen 5-mal abgelaufen, um alles zu finden. Und hier habe ich das gar nicht gemacht. Ich bin nur der Hauptstory gefolgt und habe halt nebenbei erkundet. Ich bin nicht
extra in alte Welten gegangen und habe da nochmal alles abgesucht mit meinen neuen Fähigkeiten, weil die Belohnungen in diesem Spiel teilweise größtenteils nicht gut sind. Die sind scheiße. Wir haben natürlich das typische mehr Leben, mehr Fokus, mehr Heildinger, ja, und das ist auch alles gut. Das Problem ist, dass man meistens diese Kisten hier findet und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, ja. Disney, EA, Respawn, Mr. Ubisoft, keine Ahnung, ist auch egal, aber wie könnt ihr die Kleidung in einem Star Wars Spiel verkacken, Mann. Kleidung ist für mich einer der größten Motivatoren in Videospielen, um Sachen zu erkunden oder Sachen zu tun. Zelda, Mario, Red Dead, Witcher, ich will und muss überall in diesen Spielen ein heftigen, einen aggressiven Drip haben. Und Star Wars ist das Franchise mit dutzenden geilen Outfits, mit legendärem Charakterdesign. Darth Vader, Boba Fett, Barney, Luke Skywalker, ikonischer geht's gar nicht. Meinetwegen haut einfach verschiedene Rüstungstypen rein, aber 50 verschiedenfarbige Ponchos? Ist das euer fucking Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Abgesehen vom Pinken kann man eh alle in die Tonne treten. Das Lichtschwert kann man ins kleinste Detail customizen und das ist awesome. Wirklich, erinnert mich ein bisschen an Last of Us 2. Aber das fucking Lichtschwert sehe ich nie, abgesehen von der Farbe. Diesen rothaarigen Hund muss ich mir aber die ganze Zeit angucken und dann bietet ihr mir nichts anderes als Ponchos? Star Wars Unleashed vor 25 Jahren oder so hat gezeigt, wie es geht. Das hat mir persönlich einfach den kompletten Reiz genommen, in die Welten zu gehen und jedes letzte Detail zu erkunden. Aber ich muss auch sagen, das war die größte Sache, die mich gestört hat und das ist auch einfach eine sehr persönliche Sache. Wahrscheinlich juckt euch das überhaupt nicht, denn euch interessiert wahrscheinlich nur eine Sache, das Kampfsystem. Diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, fallen natürlich alle zusammen, wenn das Kampfsystem nicht bockt. Und wie ist das Kampfsystem, Kavit? Erzähl es uns bitte und sag uns bitte auch, woher du diese nicen Schuhe hast. Und dazu kann ich einfach nur sagen, erstmal danke, ja, vielen Dank, Deichmann, glaube ich einfach, keine Ahnung. Und das Kampfsystem ist echt gut. Parries fühlen sich an, wie sie sich anfühlen sollten. Treffer mit dem Lichtschwert treffen hart und Blasterschüsse reflektieren ins Gesicht dieser Idioten wird einfach nicht alt. Aber die wahre Magie kommt erst mit den Jedi-Fähigkeiten. Arme Trottel in der Zeit einfrieren und dann mit einem starken Angriff komplett zerfetzen, Gegner ranziehen und... fühlt sich das gut an. Wenn Gegner an der Klippe stehen, einfach mal kurz, zack, Fußrodar. Es ist so ein spaßiges und befriedigendes Kampfsystem, was mir bis zum Ende nicht langweilig wurde, weil man einfach bis zum Ende immer mehr Moves freischaltet. Und je mehr man übt und besser wird, desto mehr wird man einfach zu einem unaufhaltsamen Jedi-Ritter, der alle kaputt macht. Und damit gehen wir jetzt kurz ins Spoilergebiet, also Vorsicht. Oh, come on, man. Talk to me, baby. Ich will hier gar nicht zu viel zur Story sagen. Ja, sie ist okay, hat mich immer motiviert weiterzuspielen. Ich mag die Charaktere, ich mag die kleinen Wendungen, ist aber alles nichts Besonderes. Solltet ihr alles für euch selber erleben. Wichtig ist einfach nur Kerl, die Froschfresse hier, ist ein ehemaliger Jedi-Padawan, aka Kaknu. Und muss wegen dem 31er Backstab der Klonkrieger seine Fähigkeiten verstecken. Das Imperium findet ihn aber natürlich und dadurch beginnt Kerls Aufstieg zum vollwertigen Jedi-Zerficker. Juckt aber niemanden, denn worauf ich hinaus will, ist, dass nicht nur er ein Jedi-Ritter wurde, sondern ich auch. Wir sind jetzt hier im Endkampf, ja, gegen die Sith-Tussi, gegen die man jetzt im Spiel schon 13 Mal gekämpft hat und das wird jetzt das letzte Mal sein. Und schaut euch mein Leben an. That's kind of small. Ich hab auch nichts mehr zum Heilen. Ne? Vergesst das nicht. Und dann schaut euch ihr Leben an. That's quite big. Und wir machen gefühlt mit jedem Schlag immer so minus 1% Schaden. Aber in diesem Moment, wo alles verloren schien, wurde nicht die Froschfresse zum Jedi, sondern ich. Die Alte hätte mich nur anniesen müssen und ich wäre tot umgefallen. Aber ich wurde eins mit der Macht und dann hatte sie keine Schnitte mehr. Ich bin allem ausgewichen, hab alles gekontert und sie insgesamt einfach nur outplayed, die konnte deinstallieren gehen. Ich hasse das!
knacken wollen. Gosaku Namada. Also ich war hier wirklich stolz auf mich. Ich habe das Game auch erstmal pausiert und habe jeden davon erzählt, den ich kenne. Natürlich hat das Spiel aber auch technische Probleme in Form von vielen Bugs. Unsichtbare Wände oder nicht eindeutiges Leveldesign können auch abfucken, ja? Also warum kann ich hier nicht draufklettern? Aber das hat mich persönlich fast gar nicht gestört. Was ich wirklich doof finde, und das liegt, glaube ich, an dem Kollegen hier, man kann keine Stormtrooper oder menschenähnliche Gegner zerstückeln. Alien-Viecher, ja, sehr schön, aber das reicht nicht, Disney, okay? Insgesamt ist Star Wars Jedi Fallen Order aber einfach nur eine pure Singleplayer-Erfahrung. Keine unnötige Streckung der Spielzeit, keine Microtransactions, kein Bullshit einfach. Reiner Spielspaß. Ein vom Content her komplett fertiges Spiel. Keine Roadmap, nichts. Es ist so traurig, dass man das als positiven Punkt benennen muss, aber das ist halt Gaming heute. Da muss man froh sein, wenn man für einen Vollpreistitel auch ein fertiges Spiel bekommt. Aber hier stimmt alles. Der Metroidvania-Aufbau hat mir richtig gut gefallen. Das Kämpfen bockt, die Belohnungen sind fucking lame, lasst mich als Mandalorianer mit Lichtschwert rumlaufen, danke. Aber es ist wirklich schön, ein gutes Singleplayer-Star Wars-Spiel zu sehen. Und da stehe ich, glaube ich, auch nicht allein da. Denn die Verkaufszahlen haben die Erwartungen von EA übertroffen und die waren darüber komplett überrascht. Ja, komisch, ne? Das wenn man ein gutes, fertiges Spiel macht von einem beliebten Franchise, ohne zu versuchen, die Spiele abzuzocken, dass das Leute gut finden könnten. Oh, ja, fuck, Alter, seltsam, Mysterium, was ist hier passiert? Den bitte feuern. Der zweite Teil ist ja auch bereits angekündigt und ich hoffe, er baut auf den Stärken dieses Spiels auf. Sind wir aber mal ganz ehrlich, es werden wahrscheinlich noch zwei Nachfolger kommen, bis EA die Marke aufgibt, Respawn auflöst und einen weiteren Preis für die schlechteste Firma bekommt, weil das ist halt einfach das, was EA nun mal macht. Auf jeden Fall bekommt Star Wars Jedi Fallen Order von mir eine 1 von 10. Ich will als Darth Vader rumlaufen, Mann.